so richtig häufig noch gespielt, schräg gesehen wird, ne? Es gibt ziemlich viele Streamer, aber er war halt in den besten Listen noch immer auf Platz 1. Ach so, Der ah. hat doch hier diese Monk Eyes gemacht, One Punch und so weiter. Übrigens, bevor es den Anime gab. Also Um das mal anzumerken. ich habe das Meme gebracht, bevor es cool war, Guys. Ich glaube, da war das noch gar nicht bekannt. Das weiß ich nicht. Ich habe hier noch meine Truhe. Ah, okay, die Also ist das hier. Gimmick am Ende war ja wirklich, dass du gewunshottet hast. Ja. Ich bin so froh, dass man einfach den ganzen Shit, den man bekommt, halt instant in eine Truhe auslagert. Ja, die ganzen Materialien halt. Ich wünschte, das würde auch noch mit den Gems passieren. Das wäre sehr cool, ja. Aber da müssen wir halt vielleicht noch 17 Seasons warten. Ja, mal Na, wenn gucken. sie schnell sind. Diablo hat auf dieser BlizzCon größeres Placement gekriegt im Schedule. Oh. Und es wird sich wahrscheinlich nicht nur um die Switch-Version handeln. Die kommt. Hier oben ist übrigens das Zeug. Jo. Ich habe hier Weil die gerade noch Switch den kriegt Meister ja aufgemacht. auch Diablo jetzt. Was ich sehr gut finde. Dann kann ich in der Bahn auch noch suchten. Dann habe ich insgesamt kein Leben mehr. Dann kann ich quasi von der Konsole zum PC mit der Konsole ins Bett gehen. Ja, irgendwie kriegst du auf die Switch alle Spiele, die du so schon suchtest, ne? Monster Hunter. Ja, das ist ein Jetzt. anderes Monster Hunter. Im Vergleich Ja, zu dem hat ja. unser Monster Hunter ja gar kein Content. Oh, ich hatte ein Level Up. Okay. Na, aber Okay, das trotzdem. ist lustig an diesen Skill. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Diesen Das Skill hört habe sich ich, auch. glaube ich, nie Ich benutzt. teste jetzt mal ganz viele Skills, dass ich sonst nie benutze. Ja, Einfach mach doch weil mal. sie in keinem Endgame-Bild drin sind. Aber sie hören sich lustig an, sowas wie das hier. Ja, RIP? Das Auf der Konsole gibt's das als Bild. Da lohnt sich das. Eigentlich sind wir hier, um euch den Stab zurückzugeben, aber ja, kämpfen wir halt. See if I care. Ich kann auch Tote jetzt wiederbeleben. Guck mal, jetzt laufen die auch noch rum. Kannst du auch den großen Schweinewehrmann hier mitnehmen? Jo, ich glaube, die Skelettviech, ne? Ja. Aber Die wie kommen halt cool! so als untote Variante wieder. Ich bin eins! Ich hab meinen Charakter eins Orgon nennen müssen. Ich hab auch einen Baum. Ha, jetzt sind die Bäume auf uns, jetzt gibt's Friendly Fire. Ich hab'n Baum. Ist mir egal, was du dazu sagst. Ich hab'n End. Ich hab eine Armee. Wir haben einen Hulk. Ich hab'n Baum. Die Götter handeln durch mich. Ich bin noch nicht wieder bereit. So. Upsa. 20 getötet. Voll die Nice. Army. Oh, ich höre einen Goblin. Hörst du? Ich höre quasi gar nichts. Oh, ich In sehe den dem blauen Goblin sogar. Koffer. Goblin tot. Das ist nicht möglich. Ah, oh, nö. Jetzt haben wir. Ah, oh, hört auf damit. Wenn ich eins nicht ab kann, dann ist es die, die mich einsperren. Vor allem kann man diesem Skill nicht ausweichen, was richtig unangenehm ist. Weißt du, du stehst dann da erstmal so für eine Minute, ja, ne? Und ihr so? Alles fresh bei Ja, euch? solange ich Range spiele, ist mir das egal. Ja, ne? Leider spiele ich immer irgendwie Melees. Der beste Monk-Build ist ein Range-Build. Oh. Mit Wave of Light. Damit one-shottest du immer alles auf dem ganzen Bildschirm. Ist ganz lustig. Das ist quasi wie Perma-Disco. Disco. Du Truhe. hast übrigens mit diesem Bild auch den Dash permanent. Welche Sätten werden dafür genutzt? Müsste ich nochmal nachgucken. Weil Inners ist es nicht. Inners ist ja quasi die Geister. Nee, das wird's nicht sein. Wie gesagt, ich weiß die Sets nicht auswendig. Ich habe nur einmal Monk gespielt und das war in der letzten Season. Da habe ich den Monk zum allerersten Mal gespielt, obwohl Diablo seit Äonen gefühlt draußen ist. Ich habe mich dazu überreden lassen.
Ja, ich habe ja auch einige oder so ziemlich alle Charaktere außer dem Monk noch nicht gespielt. Crusader habe ich gespielt, so, aber... Solange du Spaß hast, ist das ja erstmal egal. Gefühlt ist das auch mein 7. Monk. Oh, Level up. GZ. Da stirbt erstmal alles um dich herum. Ja, die verschwinden ja wieder. So, jetzt habe ich noch mehr Pets. Kann nicht genug davon haben. Wir kommen zu Pet 3. Aber ich möchte gerne Legendary draus droppen haben aus den Waffenständern. Wenn man eine Schaden so also bei den Waffenständern kriegt man ja keine, aber ansonsten könnte eh das etwas kommen. Ich will mehr Legendaries, ich will mehr Set-Teile. Ich will jetzt schon alle Sets haben und das auf Best Roll. Wie es sich gehört. Ich sag mal so, in der Season mit dem Dämonenjäger habe ich ja hier angefangen. Da war ich in der Zeit, wo wir jetzt hier streamen, schon Level 70. Hilfe! Kultisten haben meinen Bruder verschleppt! Ach, die Quest. Ja, Kevin, ich wehre mich halt gegen Monk. Monk ist doof. Ich mag die Skills einfach nicht. Es gibt so viele andere gute Klassen, nämlich alle anderen. Nur jedem das seine. Ist richtig. Außerdem ist der weibliche Monk der beste Charakter. Oh, der weibliche Crusader? Nee, der war nicht gut. Welche gab es nicht noch? Weiblichen Charakter, der gut war? Also, wenn du auf Fanservice stehst, dann meine ich die Magierin. Wenn ja, weil der männliche, der hat, obwohl der erinnert mich manchmal so ein bisschen an Johnny Depp. Der männliche der ist Magier? Der so sassy. Ah, wie cool. Der hat halt im Englischen so einen arroganten Ton. Gefunden. Er ist hier drüben. Ich werde ihm das Gegengift verabreichen. He's still dead, though. Ja, ich tue, was ich kann, Gegengift und so. Ist immer voll kacke, wenn du schon alles um dich herum tötest. Er wäre tot. Ich mach nicht mal was. Ja. Eins meiner 4 Trilliarden Pets haut drauf. Als Entschädigung für eure Mühen. Wir kehren in die Stadt zurück. Yay! Du weißt, das wäre eine Schande, diesen Kopf verkommen zu lassen. Death Knight mit hier. Join the Light. Oh, blaue Gruppe. Naja. So. RIP. Da wurden sie gegangbangt von den Skeletten. Das ist noch nicht bereit. So, ihr habt hier keine Steroide, ihr Ziegenmenschen. Ihr. Ich hätte sie. Ihre Verbündeten auf sie. Diablo mit VR-Brille. Das wär's. Diablo mit VR-Brille wäre sehr interessant, ja. So, wo müssen wir lang? Achso, oh, wir sind vom Weg abgekommen. Wären wir in Ost, dann wären wir jetzt nicht unbedingt weit. Da hätte uns die Hexe des Westens schon getötet. Oder was, Osten? Oder was, Norden? Die Hexe? Ich glaube Norden, oder? Ich glaube, es war die Hexe des Osten. Immer auf die Ossis. Ja klar, versteht man ja auch nicht. Die war ich gar keine Hexe. Sie wollte nur ihren Teleshopping-Kanal promoten. Wosten, nicht Wosten, nein. Patrick, das heißt Westen. Du bist schon wieder gefeuert. Truhe. Oh, Gold und blaue Schuhe. Blaue Handschuhe. Das werde ich nicht tun. Ich kann meine Schuhe auch an den Händen anziehen. Ich nicht, meine Füße sind zu breit dafür. Ich habe sehr breite Füße.
Ja, ich habe hohe Füße, von daher. Oh, meine Frau beschwert sich gerade immer auf die Ossis. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr nicht gut zu sprechen auf die Ossis. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren. Naja, sie ist da aufgewachsen. Zeit als Rakis seine Paar. Uff, Beileid. Doch diese Kreuze reisten den Osten und hatten eine ganz alte. Es gibt eine neue Figur. Keine Sorge, als Entschädigung gibt's den Soli. Meine Spion. Ein übler. Ich einfach alle Bücher gerade anklicke. So, ja, ja, redet ruhig. Ich will nur die EP haben. Ich habe auch direkt das eine übersprungen. Keine Sterbliche konnte unsere Brüder. Achso, ich dachte, ich kann jetzt auch Magda aufs Gesicht geben. Oh, das Magda mal nicht haben. Schatten, hör einfach auf damit. Ich habe großes Schwert. Wenn es das einzig große ist. Ist vor kurzem ein neuer Gefangener angekommen. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie mag der ihn. Wie war das, ist kein Achievement, einen ganzen Hotdog in den Mund zu kriegen? Sowas würde ich halt instant auf mein CV, auf mein Curriculum Vitae schreiben. Bekommen einen ganzen inklusive Hotdog. Video. Inklusive Video, inklusive YouTube-Link. So ein GIF. Oh, jetzt kommen wir zum Butcher. Spoiler. Ja! Schatten deabonniert. Hast du Schatten auf YouTube überhaupt abonniert? Ansonsten, den Sub kannst du. Der läuft sowieso aus nach einem Monat. Niemand mag mich. Die im Chat sind eigentlich deine Betreuer. Ich habe ja heute wieder auch so ein Beispiel beim Einkaufen gesehen, warum ich keine Kinder haben möchte. Ja, ich sag mal so, die eigenen Kinder sind immer die besten, die anderen sind alle doof. So, stand ich an der Fleischtheke, weil ich Hähnchenbrustfilet haben wollte. Und vor mir junger Vater mit seiner ebenfalls jung aussehenden Gefährtin in so einem komischen Ziehwagen, deren Kind. True. Und das Kind hat nur geschrien. Und ich dachte mir so, ich kann meine Musik nicht mehr lauter drehen. Please. Ja, manchmal ist das halt so, ne? Ja. Ja. Es gab bei dir auch eine Zeit, wo du auch nur geschrien hast. Ja. Die hat mit YouTube angefangen. Ich würde sagen, dass ich bis jetzt auf Super Meat Boy jetzt sogar ein bisschen aktiver und lauter bin als damals. Super Meat Boy! Ja, Super Meat Boy habe ich. Oh, Super Meat Boy habe ich wirklich Hass durchlebt. Wenn man es auf 100% spielen wollte, ja, ansonsten ist das Spiel ja Pillepalle. Ja, also ich. Ich habe mal versucht, immer so wieder ein bisschen länger, ein bisschen mehr, aber dann irgendwann gesagt, na. Du möchtest ganz gerne nicht mit 20 sterben, weil du so viel Wut in dir hast. Ja, auf meinem Screen ist so viel los, weil ich jetzt ein Viecher wieder belebe. Warte, diese Konstruktion ist neu. Oder? Nee, die ist nicht neu. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ist das so ein Klausur-Déjà-vu? Ich kann mich daran nicht erinnern. Haben wir das mal gemacht? Hm. 21er Massaker. Oh nice, wir haben den Pfeil bekommen, weil wir jetzt langsam sind. Das ist nicht klausurrelevant. Keine Wahrheit, niemals. Ja, ich habe mir heute aufgeschrieben wieder sowas. In der GET-Vorlesung. Hat der Prof eine Folie geöffnet und dann so gesagt, keine Sorge, das ist nicht klausurrelevant. Das erste, was ich geschrieben habe, den Titel der Folie, nicht klausurrelevant. Ich würde es feiern, wenn das einfach die erste Aufgabe wäre. Ich würde es hassen. Aber ich habe jetzt schon vergessen, was der Titel der Folie war. Ich habe so ein bisschen abgeschalten. Ich bin auch fast eingeschlafen in der Vorlesung. Weißt du, ich habe ein 2 Meter Schwert in meiner Hand. Was mache ich? Fäuste. Tja. Weißt du, du bist ja wie Jax aus League of Legends. Imagine if I had a real weapon. Imagine if I had real skill. Oh nice, wir haben den Bonobo-Pfeil direkt bekommen.
Bonobo, Pfeil. Ich weiß nicht, ob es den Pfeil auch je gibt oder ob da jetzt nur Kamera relativ nah dran waren. Unsicher. Aber ich würde mal kurz backgehen. Achso, Inventar voll? Weil das Inventar schon relativ voll ist. Ja, ich glaub, ja, jetzt auch. Kommen wir ja in die Passage und später eine Ebene tiefer und dann noch ins Gefängnis. Es gibt ja so viele Zwischenbosse auch. Also dann könnte ich mal gucken, ob ich mir eine neue Waffe bauen kann. Einige unserer Profs hatten dafür extra zwei Schriftfarben, eine für Klausur relevant, eine für irrelevant. Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, um fair zu sein, so eine Folie ist jetzt nicht unbedingt allzu viel Schlimmes, was man erwartet, dass man lernt. Ne? So, der meint aber, dass das hier quasi... Probieren wir es mal aus. Je nachdem, ob es besser ist oder nicht. Ja, extra Schaden, warum nicht? Leider keine Socke. Oh, ich habe wieder eine neue Passive. Was gibt's denn diesmal? Spaghetti Bolognese. Oh, das hier finde ich sogar ziemlich gut. Jetzt halt mal eine Revive Monster 25% länger. Nice. Guck mal kurz noch meine neuen Runen durch. So, ich möchte kein Mantra haben. Ich würde ganz gerne mystischen Verbündeten. So, ich möchte auch ein Pet haben. Du hast doch eins, das Gold einsammelt. Ja, aber jetzt habe ich auch ein Pet, was kämpft. Endlich kannst du dich zurücklehnen. Ah, carried werden von zwei Sachen. Ich werde auch nur von meinen Pets gecarried. Deswegen spiele ich also gerne Witch Doctor und Nekromant. Zurücklehnen und genießen. Ich kann die Gegner mit den Gegnern besiegen. Das kann ich jeder von sich behaupten. Auf dich selbst zu schlagen. Oh, endlich im Knast. Ich finde es einfach schön, dass sie mit ihrem Kopf voraus rumläuft. Sie müsste was sehen, ne? Nun gebe ich euch meinen Segen, Heldin, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Dann darf man mich von meinem ewigen Leid erlösen. Ich bin frei! Sagte man, darf man mich endlich von meinem ewigen Leid erlösen? Tja, was soll ich denn sagen, wenn ich mit euch Monster Hunter spiele? Meine Schritte werden aus. Sowas wie vielen Dank, dass ihr mich carried. Zum Beispiel. Das kannst du zu mir sagen, aber. Habe ich ein Level Up bekommen? Ja. Wurde mir gar nicht so richtig angezeigt. Da du auf meinem Level bist, ja. Ich bin dir irgendwie immer so ein halbes Level voraus. Ja, wobei die. Hast du wirklich keine Paragon-Punkte verteilt in Level oder so? Da gibt's nicht mal Paragon-Punkte für. Oh. Von daher, nee. Ich hab nicht mal Leorix Krone an mit einem Sockel. Gut, dann habe ich keine Ahnung, warum du mir davon. Höchstwahrscheinlich irgendwie ein, zwei Items, die einfach Plus-Erfahrung haben. Oh, kann sein. Ich finde das schön, dass du dashen kannst. Ja, ne? Ich auch. Da muss ich da nicht hinlaufen. Ah, ich sehe gerade den nächsten. Ach, guck mal, der ist sogar. Was heißt hier die Götter? Das haben jetzt wir gemacht. Was für Götter? Ja, er so, oh, die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu befreien. Und ich denke mir so, ey. Ja, ist ja auch richtig. Ich bin halt mal von meinem Thron runtergestiegen, um zu gucken. Okay, da gibt's keinen Eingang das rein. Doch, der Eingang ist aber noch zu, deswegen kannst du nicht reindaschen. Ja. Was eine sehr dumme Mechanik ist. Ich verstehe sie auch nicht, aber komm. Nee, nicht auf Kommando. Uff. So schon mal gar nicht. Da musst du deine Frau arbeiten, du. Für dich. Womit hat sie das denn verdient? Ja, Stefan, wie langweilig es wäre sonst. Keine Ahnung, ich kann mir sowas nicht vorstellen. I can't relate. Ich werde zum Magier. Wollte ich jetzt sagen, mein Beileid? Weiß ich nicht. Man könnte es ja ein Bro sein, ne? Und, ne?
Ich habe den Weg runter schon mal gefunden. Sag, wenn du die Toten findest oder die Untoten. Ich hab einen und du hast einen anderen. Ja. Bist du jetzt nicht in die Mitte? Oder war das erst im nächsten? Nee, ich glaube, wir müssen gleich sogar in die Mitte. Da kommt jetzt nicht der Chef vom Knast. Ja. Ich kümmere mich hier gerade noch um ein, zwei kleine Viecherchen. Ach, deswegen machst du doch nichts. Klickst du einfach an. Kill the Warden! Und setzt seine... Warum kommt der denn? Sie hat plötzlich... Muss ich jetzt echt darauf warten, dass du hier hinläufst? Ich glaube nicht. Oh, ich hab hier... Oh, look at me, I'm Animu. Look at me, I'm Mr. Meesex. Can do. Noch ein Stilett. I'm Mr. Meesex, look at me. Hello, Mr. Meesex. I'm Mr. Meesex. Look at me. Ich liebe diese Folge. So, einmal auf die Glocke geben. Oh! Da hören sie vor. Hier ist noch eine kleine Katze. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Er hat einfach seine Frau geköpft. Ja, ne? Ja, die Story wird ja eigentlich in den Büchern erzählt. Ja, ja. Aber das ist alles so Backstory-Lore. Oh, die Körper des Leidens. Ja, endlich wieder in der Schule. Da war sogar ein Folterwerkzeug, ein Politikbuch. Bräuchte sogar ein neues Mauspad. Weißt du, was ich schrecklich finde? So, wenn, du sitzt in der Vorlesung, na, und plötzlich fängt der Prof an, ja, kauft euch diese und jene Bücher, und du schaust auf den Preis und denkst dir so, ja, nice, 60 Euro. Denkst du, ich kann Geld kacken, oder was? Kannst du nicht? Ich hab's versucht, nein. Ich habe auch den Druck erhöht, in der Hoffnung, dass vielleicht Diamanten rauskommen, hat auch nicht funktioniert. Weißt du, da brauchst du die Po-Presse von Patrick, wenn du mehr trainieren würdest. Ja gut. Oh, ich hab ein Level up. Mehr Squats und so. Dann guck ich mal kurz nach Runen. Ein Zyklonschlag hat was Neues. Explosives Licht. Feuerschaden. Ja. Nein, Kevin, ich will nicht zurück zum Pfeffer. Ach, da hinten ist er. So. Getötet. Ein Ring, den ich nicht sockeln kann. Ich habe gehört, Kevin möchte noch Maschinenbautechnik unter Pfeffer studieren. 10 Stunden am Tag. Maschinenbautechnik, ja, nee. Mach den ganzen Tag nur AutoCAD. Wir zeichnen. Wir haben zeichnen. Boah, dieser Lehrer war einfach so dumm. Der Hass. Weißt ja, du, der hat was an die Tafel geschrieben, was 1:1 im Buch stand. Der hat immer alles, was er erklärt hat, hat er 1:1 vorgelesen. Er war einfach richtig inkompetent. Vielleicht war er auch einfach nur zu gut, ne? Und die haben alles, was er jemals gesagt hat, in ein Buch gedruckt.
wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Ey, Bühli! So, jetzt offiziell. Vielen lieben Dank für deine drei Monate. Drei Monate und noch viel weiter. Ja. Nachdem Bühli so lange ignoriert wurde von dir. Ich werde erst zu meinen Verbündeten stoßen können, wenn ihre Pflicht getan ist. War das ein Lehrer? Der mit wir zeichnen? Ja, das war unser Maschinenbautechniklehrer. Also Lehrer in Anführungsstrichen, das war... Naja, der Audioguide zum Buch, wenn man so will. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Oh, den habe ich auch als Bett. War das Free Trial von Audible? Ja, RIP! Oh, Legendary. Jo. Ich weiß sogar, welches Set das ist. Meinst du es richtig nutzlos? Ich baue das gleich auseinander. Du so direkt, fuck das! Ja, es ist halt eine Einhand, brauche ich im Level nicht. Bindung der niederen Götter, genau. Das ist nämlich ziemlich gut, wenn ich, warte, was brauche ich dafür? Zyklonschlag. Darf ich lebende Woga nicht mehr mitnehmen, aber Zyklonschlag ist ja auch okay. Oh, das heißt, du carryst mich jetzt, finde ich gut. Machst das schon. Vielleicht? Nächstes Ziel sind dann die 6 Monate. Ja. Für die zweite Krone. Für die zweite Kronenfarbe. Damn it! Manchmal verstehe ich nicht ganz genau, wie das Spiel die Dash-Wege gemacht hat. Vielleicht liegt es auch nicht am Spiel. Ah. Hallo! Oh! B. Ich sterbe. Hallo, sterbe. Ja, wäre schön, wenn du sterben würdest. Mein Schwert. Aber wenn er gestorben wäre, würde es keine Erweiterung geben. Jetzt erinnere ich mich. Ich liebe Käse. Ein Erzengel der hohen Himmel. Käse? Ja. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Okay, das ist lecker. Ich bin Tyrael. Nice, hallo Tyrael, ich bin Born. Ihr habt meine Ein Mombonga-Sama. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Ich bin die Faust der Götter. Belial und seine Dämonen machen mir keine Angst. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Wenn du die Hand Gottes bist, bin ich die rechte und die linke Hand des Teufels. Aber du bist mein Enemy. Du bist mein Animu. Was hast du gegen Bud Spencer und Terence Hill? Ich habe keine der Filme gesehen. Oh, mein Gott, Schatten, begrab dich einfach. Ich werde sowieso jetzt mehr als genug Filme da, oder Ausschnitte aus den Filmen sehen in meiner Physikvorlesung. Das ist gut. Aber warum? Weil mein Physikprof, um seine Vorlesung ein bisschen interessanter zu gestalten, immer wieder